Okay, mit Fuka Episode 7 ist der Vogel auf mehrere Art und Weisen abgeschossen. Zum einen wurde wirklich das Bild, das von Koyuki und Yu gemacht wurde, wirklich im Netz veröffentlicht. Und natürlich hat es direkt Fegefeuer gefangen und es wurde über das ganze Netz verteilt. Und jeder hat sich gefragt, ist es ihr Freund oder nicht? Und ist sie es wirklich? Und während die Agentin von Koyuki und dem der ihre Firma, die sie unter Vertrag hat, geschaut hat, dass das Ganze nicht rauskommt und sie gesagt haben, nee, das ist sie nicht, das ist sie nicht, das ist wer andere, schaut nur so aus, hat sich Koyuki später in der Episode trotzdem dazu entschieden, während einer TV-Sendung, wo sie einen neuen Song promotet hat, zu sagen, hey, das ist vielleicht nicht mein Freund, aber es ist der, den ich liebe und der mich aber nicht zurückliebt. Und alle meine Songs, oder zumindest ist es nur der eine, den sie promotet, hat mit ihm zu tun. Und daraufhin hat er noch mehr Gehate bekommen von dem kompletten Internet, was sozusagen eigentlich seine Welt komplett um 180 Grad gedreht hat. Weil zuvor war das Internet sein Raum, wo alles gut war, wo alles toll war, und die reale Welt schlecht, wo er keine Beziehungen formen konnte, keine Beziehungen haben konnte und dort nicht wirklich sein wollte und den ganzen Tag nur auf Twitter abgehangen ist. Und jetzt, obwohl die Welt eigentlich ein bisschen schlechter für ihn aussieht, mit den ganzen Gehate, hat er trotzdem Leute, die für ihn da sind. Er hat seine Schwestern, er hat seine Freunde, er hat Koyuki, Fuka und die ganzen. Und die beiden anderen Bandmitglieder, dessen Namen mir nicht einfallen. Und seine Bandmitglieder haben ihn auch, nachdem er so down war, dass alles draußen ist, auch einen Pep-Talk gegeben und sagen, hey, wir schaffen das, egal was passiert auf dem Festival, wo wir unser erstes Konzert haben. Wir schaffen das, es wird kein Problem sein, wir können das, du kannst das und wehe, du ziehst es den Schwanz an. Und ich muss echt sagen, dass Fuka sich echt gut verhalten hat, weil am Anfang der Episode dachte ich mir so, was ist? Kann sie sich jetzt schon denken, weil dieses Verhalten, was sie hatte, als sie einfach über die Straße gegangen ist, ohne Yu wirklich zuzuhören, fand ich schon ein bisschen komisch. So, war das einfach nur ihr Charakter oder warum geht sie jetzt einfach über die Straße, während er redet? Und da dachte ich mir schon so, okay, wahrscheinlich, ich könnte es mir vorstellen, dass sie es weiß und dass sie sich ebenfalls im Klaren wird, dass sie was will. Und dann später in der Episode erfährt man das wirklich. Weil sie steht vom Fernseher, wo ausgestrahlt wird, wo Koyuki sagt, Yu ist meine große Liebe. Und sie ist geschockt im ersten Moment, wobei der Schock muss nicht unbedingt heißen, dass sie auch was von ihm will. Aber ich denke mal, es ist ziemlich eindeutig. Zumindest für mich. Vielleicht liegt es einfach nur daran, weil ich ein Fuka-Fan bin und nicht ein Koyuki-Fan. Und das hat auch Yu gesagt. Hey, du wirkst eifersüchtig. Als er mit ihr geredet hat, auf dem Dach oben, wo er gesagt hat, du scheinst eifersüchtig zu sein. Und da muss ich echt sagen, toll, dass er es gemerkt hat. Wirklich toll. Das finde ich eine echte, relative Erneuerung. Weil in den meisten Animes, der Hauptcharakter, der schüchtern ist, bekommt gar nichts mit. Merkt gar nichts, hört gar nichts, sieht gar nichts. Aber da, dass er das wirklich merkt, dass er süchtig ist, muss ich sagen, wirklich toll, toll gemacht. Dass der halt anders ist als die anderen Hauptcharaktere in anderen Animes. Und ich bin jetzt echt gespannt, was in der nächsten Folge passieren wird, wie das Konzert laufen wird. Weil selbst mit dem ganzen Pep-Talk und wir schaffen das alles und wir können das alles und wir versammeln uns nochmal vom Konzert hinter der Bühne und muntern uns auf und kann es trotzdem sein, dass trotzdem Leute Flaschen auf ihn werfen. Was wirklich so ein Moment war, machen die das jetzt wirklich. Weil einfach nur, weil sie was von ihm will. Ihre Fans sind eifersüchtig und wollen ihm deshalb wehtun. Das ist einfach nicht der richtige Weg. Und ich hoffe wirklich, dass in der nächsten Folge sich das zum Guten wendet. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Ciao.